Almadén-Bergbaupark. Wir begrüßen Sie im Bergbaupark. Die Almadén-Mine ist die bisher größte Quecksilberlagerstätte. Sie wurde über 20 Jahrhunderte lang ohne Unterbrechung ausgebeutet. Es hat auch mehr als ein Drittel der Weltproduktion dieses Metalls produziert. Im Jahr 2003 beendete es seine Bergbauaktivitäten. Der Bergbaupark wurde geschaffen, um das beeindruckende Erbe des Bergbaus dieser alten Minen zu bewahren, mit einem faszinierenden Vorschlag zur Besichtigung der Eingeweide, der Erde und der großartigen Anlagen der Industriearchitektur, die in den Zäunen des Heiligen Theodoros und Buitrones zu finden sind. Ein einzigartiges Erlebnis ist der Besuch des Besucherempfangszentrums. Dort können Sie einen virtuellen Rundgang durch die Abbauzäune und das Innere der gesamten Almadén-Mine machen. Dort können Sie die verschiedenen Arten der Schichtung durch das System der Stollen und Schächte von der Antike bis heute nachvollziehen. Im Bergbauinterpretationszentrum, das sich in einem alten Kompressorgebäude aus den 1920er Jahren befindet, können Sie etwas über die verschiedenen Bergbausysteme erfahren, die seit der Römerzeit im Bergwerk verwendet wurden. Im Inneren besichtigen wir die Minen, die im 16. und 17. Jahrhundert ausgebeutet wurden. Wir fahren in einem Förderkorb durch den St. Theodoros Schacht hinunter in die erste Etage. Dort können wir die Galerie von Zwangsarbeit, den Brunnen und das Barrettel von San Andres, den Brunnen von San Aquilino, den Plan von San Julian und die Nische der Muttergottes von der Mine betrachten. Die Winde von San Andres besticht durch ihre besondere Form und ihren Ausdruck. Es handelt sich um eine Anlage vom Anfang des 18. Jahrhunderts, die das Ziel hatte, das Mineral durch den gleichnamigen Brunnen zu gewinnen. Es handelt sich um eine vertikale Winde, die in dem dafür ausgehobenen Loch verankert ist und um die ein Seil oder eine Marona gewickelt ist. Die Trommel wurde von Pferden bewegt und die Seile liefen durch Umlenkrollen, an denen die Erzbetten hingen. Das Barrettel ist das in den Fels gehauene Raum, das von einer Kuppel aus Ziegeln und Stein bedeckt ist. In dem historischen Bergbau-Metallurgie-Komplex können wir die Öfen von Aludeles oder Bustamante vom Jahr 1720 sehen. Diese bestanden aus einem großen zylindrischen Behälter, auf dem der Zinnober auf einem Netz ruhte. Darunter befand sich der Brennstoff. Bei der Rüstung entstand Quecksilberdampf, der durch Löcher in der Wand des Glases zu einem Koterie gelangte, aus dem er durch eine Reihe von verstopften Schlammröhren ausstrahlt. Dort kondensierte das Quecksilber bis zu einem Kanal, in dem es sich leicht sammeln ließ. Von den 16 Paaren, die zwischen 1646 und 1928 eingesetzt wurden, sind hier die einzigen in perfektem Zustand erhaltenen Lawinen zu sehen. Sie sind seit 1994 zum Kulturgut erklärt worden. Im Cerco de Buitrones können wir auch die Öfen von Tejera und Berens sehen. Die erste diente zum Backen von Lawinen für die Bustamante-Öfen und die zweite, die im Sommer 2008 entdeckt wurden, befinden sich auf ökologischem Niveau und waren ein gescheitertes Projekt zur Destillation von Quecksilber im 19. Jahrhundert. Im alten Merkur-Lagerhaus, das im Jahr 1941 zum Schutz des Quecksilbers gebaut wurde, können Sie das Merkur-Museum besuchen. Es gibt Räume, die der Geologie und Paläontologie der Gegend gewidmet sind. Es gibt auch Räume, die den Quecksilberwissenschaften gewidmet sind, mit interaktiven Experimenten zur Physik und Chemie des Quecksilbers, der Geschichte der Quecksilbermetallurgie und dem Wege- und Verpackungsraum. Es ist wichtig zu erwähnen, dass man im Keller etwas über die Geschichte der Minen erfahren kann. Dort erfahren Sie auch etwas über die Geschichte des Quecksilbertransports von Almadén zu den Werften in Sevilla und dann weiter nach Amerika. Wir werden die Besichtigung mit dem Pazifiköfen, dem Schornstein der Zermak-Spirek-Öfen, der Schmiede und den Justier- und Tischler-Werkstätten, den alten Büros, den archäologischen Überresten des alten Kraftwerks, dem alten Gasthaus und dem Schloss San Aquilino abschließen. Nun verlassen wir diesen Ort, aber Sie können weiterhin mehr Geschichten von Almadén erfahren, wenn Sie zum nächsten Punkt von Interesse gehen.